Einen wunderschönen, oh meine Stimme, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Was? 90 bis 14? Zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Das ist das erste Mal, dass das kam jetzt, bevor ich hier ins Ultimate Team rein wollte. Sehr merkwürdig. Und ja, es ist eine Milliarde Sachen passiert. Es sind richtig, 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 richtig viele Dinge passiert seit der letzten Folge. Ich habe fleißig eingekauft, deswegen habe ich auch fast keine Münzen mehr. Ich habe eine Squad-Building-Challenge abgeschlossen. Deswegen habe ich jetzt auch ein Set. Zwar ein sehr schlechtes Set, aber ich habe es auch nicht wegen dem Set gemacht. Es sind zwei goldene, seltene Spieler drin. Ich meine, ihr könnt auch eine... Ronaldo und Messi kann auch drin sein. Aber deswegen habe ich die nicht gemacht. Warum ich die Squad Building Challenge gemacht habe, die relativ preiswert war, werdet ihr dann gleich sehen. Come on, Baby! Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Das gefällt mir aber. Das gefällt mir gut. Also dafür, dass ich das nur so zwei seltene Spieler drin habe, ist was natürlich richtig geil. Und Utaka, der aussieht wie ein 50-jähriger alter Mann, der total langsam ist mit 84 Tempo. What? Was ist das denn? Aber das ist cool. Ich bin gespannt. Also, ich hoffe, dass ich ein paar Tausend dafür bekomme. Geil! 6.000 anscheinend mindestens. Okay, 5.9. 5.5. Ja, aber 5.000 bekomme ich bestimmt. Das ist cool. Also, das freut mich. Ja, 5.5 war das preiswerteste. Also wenn ich meine für 5,4 reinstellen, bekomme ich ihn auf jeden Fall. Aber der nächstpreiswertere nach 5,5 war halt 5,8 oder 5,9, ne? Ja, aber komm, wegen so ein paar hundert Coins fange ich nicht an rumzueiern. Ich stelle meinen rein für 5.000, weil das Problem ist, dass momentan auch spezielle Packs auf dem Markt sind. Das heißt, wenn jetzt wieder die ganzen Leute spezielle Packs kaufen, dann wird er einfach sehr häufig auf den Markt geschmissen und dann sinkt sein Preis nur zur Zeit. Und ich warte jetzt nicht wieder eine Woche und hoffe dann, dass er mehr wert ist. Deswegen gebe ich ihn jetzt wirklich für 5,3 und 5,4 ein. Da weiß ich zumindest zu 100 oder zu 99%, dass er verkauft wird. Das freut mich, muss ich sagen. Also ich habe nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass ich einen Spieler drin haben werde, der 5.000 Coins wert ist oder sogar mehr. Ja, bei dem hätte ich zwar jetzt auch eigentlich mal direkt nachschauen können, was der wert ist. Das war gerade ein bisschen merkwürdig. Er wird auf Garantie nichts wert sein. 850, ja, dann kann ich nämlich direkt in den Verein packen. Verein. Die restlichen können wir einfach alle nochmal anbieten. So. Das ist doch schon mal besser gelaufen als gedacht. Und jetzt kommen wir zu diesen krassen Sachen, die ich gemacht habe. Ich denke, ihr werdet euch freuen, überrascht sein, wie auch immer. Passt auf, in beiden Mannschaften habe ich zugeschlagen. Na, was ist es? Was habe ich neu? Na, seht ihr's? Ja, Kruse ist erstmal wieder als ZOM drin, weil ich habe ja gesagt, Forsberg hat sich erledigt. Der ist einfach nicht geil, tut mir echt leid. Und Kruse habe ich jetzt auch zum ZOM gemacht. Der war ja noch MS und ich will ihm einfach die bestmögliche Chance geben, zu zeigen, was er kann. Er hat im ersten Spiel 4 Tore geschossen. Ich glaube, ein Spiel haben wir nicht gespielt. Also 2 Spiele, 4 Tore ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt hat er auch volle Chemie. Und, wen haben wir denn da? Vidal! Ja, ich habe so viel Gutes gehört von Vidal. Also ich habe bisher noch nie was Schlechtes gehört. Im Gegenteil, die haben immer alle gesagt, Vidal ist absolut unglaublich. Der ist so geil. Ich habe immer wieder die Tipps gehört, wenn ihr es euch leisten könnt, kauft euch Vidal. Der ist einfach nach hinten und nach vorne die absolute Macht. Also habe ich ihn gekauft als ZM. Zum jetzigen Zeitpunkt relativ preiswert bekommen für 223.000. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der vielleicht in der Woche wieder ein Tick teurer ist, wenn die speziellen Packs weg sind und ich ihn dann vielleicht wieder so für 250.000, also mit ganz leichtem Gewinn, loswerden könnte. Aber wenn er wirklich so geil ist, wie es alle sagen, dann behalte ich ihn natürlich. Ich meine, meine Teams sind ja jetzt auch auf den Positionen so gut besetzt, dass ich jetzt einfach in der Lage bin, die Coins, die ich habe, auch für richtig gute Spieler einzusetzen, da ich die ganzen schlechteren Spieler schon getestet habe. Und zum Beispiel Lewandowski hat mir nicht gefallen, habe ich wieder verkauft mit Gewinn. Und ja, Vidal habe ich dann zum Sechser gemacht, zum ZDM, habe ihm Enkel gegeben, was
Tempo, Defense und Füße steigert, weil er ist ja trotzdem noch ein Sechser bei mir. Er hat natürlich eine hohe Arbeitsrate im Angriff und eine hohe in der Defensive und Goretzka hat halt genau das Gleiche. Ah ne, der hat Mittel-Mittel, okay, aber Goretzka ist trotzdem sehr häufig vorn mit anzutreffen. Deswegen mal schauen. Goretzka ist jetzt auf der linken Seite, da er nicht ganz so guten Distanzschuss hat wie Vidal. Vidal hat halt einen mega geilen, die brauche ich auch kein Gladiator geben, weil er einfach schon einen sehr geilen hat. Deswegen habe ich einen Enker gegeben. Und jetzt werde ich, bevor ich es vergesse, direkt nochmal die Spieleranweisungen anschauen. So, Goretzka soll hinten bleiben bei Angriffen. Ich bin halt gerade am Überlegen, es sind ja jetzt beide relativ offensiv eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt am Überlegen, ob ich beiden jetzt sag, dass sie hinten bleiben sollen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wenn Goretzka vermehrt hinten bleibt, Vidal ist natürlich der bessere Spieler nach vorne, hat auch super Passwerte. Ich probiere es mal so, wenn ich merke, dass mir beide zu offensiv sind und dann das Mittelfeld zu leicht zu überbrücken ist, dann kann ich ja immer noch beiden sagen, die sollen hinten bleiben. Aber ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Und ja, wer ist das denn? In vom Sokrates. Auch den habe ich, denke ich, recht preiswert bekommen für 69.500. Ich glaube nicht, dass der Preis es in meiner Zeitlinie noch weiter fallen wird. Und sobald er aus den Packs raus ist, der wird super schnell auf 100.000 und höher gehen. Das ist jetzt schon klar. Der hat so unglaublich kranke Stats. Tempo 80, 88 Defense, 87 Physis. Ich habe ihm noch Anker gegeben. Er hat, glaube ich, schon 83 oder 85 auf Sprintgeschwindigkeit, aber sein Antritt ist noch unter 80 Tempo gewesen. Und da ich kein Pass, kein Dribbling und kein Schuss bei so einem Spieler brauche, dachte ich mir, Anker ist am besten, das macht Tempo, Defense und Physis. Da werden eigentlich alle Werte auf fast, also fast alle wichtigen Werte werden in Richtung 99 geboostet. Deswegen sehr geil. Da braucht man, denke ich, auch nicht testen. Jetzt haben wir eine richtig schöne Innenverteidigung hier. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Inform vom Torhüter. Also Inform vom Fährmann wäre richtig geil. Neuer kostet halt immer noch, ich weiß nicht, 400.000 oder so. Das ist einfach viel zu teuer. Okay. Das war's zu dem Team. Jetzt kommen wir erstmal zu dem anderen Team. Wir spielen in der Bundesliga heute, aber ich zeige euch, was ich hier gemacht habe. Und zwar, oh mein Gott, jetzt habe ich mich gerade im Moment mal wieder am eigenen Speichel verschluckt. So, ja, hier haben wir ja unseren Inform Gon Alonso, den wir noch nicht so viel getestet haben. Ich glaube, ein Spiel erst, oder? Komme ich da wieder hin? Hallo, also. Ein Spiel, ne? Ne, es waren zwei Spiele, aber er hat sich geil angefühlt. Monster. Aber jetzt werdet ihr gleich sehen, warum ich mir diese Squad-Building-Challenge gegönnt habe. Ich mache echt selten Squad-Building-Challenges, weil ich einfach keinen Bock habe, Sylos irgendwelche scheiß Spieler zu kaufen, um die dann da reinzubasteln. So, Moment, jetzt müssen wir aber erstmal, die anderen Spieler dürfen wir jetzt nicht vergessen, die müssen wir jetzt logischerweise reinbauen. Ja, Forsberg kann das vielleicht auf die Transferliste. Wie gesagt, ich stelle ja immer meine Informs überteuert rein, weil das angeblich manchmal gekauft wird. Bisher hat es überhaupt nicht geklappt bei mir, aber es kann mir ja nichts passieren. Entweder werden sie gekauft, überteuert, oder ich habe sie halt noch. Und zwar, wo haben wir denn? Genau, wir brauchen Sokrates. What? Ach so, ja, okay, sorry, sorry. Aber ich finde schon mal cool, dass man die Inform-Version und die normale Version überhaupt im Verein haben kann. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich würde sagen, früher ging das mal nicht. Da konnte man immer nur eine Version drin haben. Also egal, ob Inform oder nicht Inform, es konnte nur ein Sokrates im Verein sein. Das war ein bisschen blöd. So, wer muss denn jetzt noch rein? Vidal, genau. Haben wir noch jemanden vergessen? Ja, Gustavo ist auch nicht mehr richtig. Wen habe ich denn noch vergessen? Baba, kann das sein? Habe ich Baba noch nicht drin? Nee, Kruse ist es, Kruse. Alles klar, Bingo Bongo, Kruse. So, und jetzt kommt's, passt auf. Und zwar werde ich tatsächlich mal Inform Verratti, der ja eigentlich ziemlich gut spielt, gerade auch offensiv, werde ich Inform Verratti, werde ich mal austauschen. Und zwar gegen, Obacht, Movember Matuidi, weil das war nämlich die Squad-Building-Challenge. Man musste einfach nur ein paar Ligue-A-Spieler halt haben und ich glaube vier davon selten oder so und fünf Franzosen. Also es war eine total einfache Squad-Building-Challenge. Mich hat, glaube ich, nur ein einziger Spieler, das war der linke Flügel, der hat mich, glaube ich, 1.100 oder so gekostet. Alle anderen waren super billig und ich habe für die meisten halt weniger als 500 ausgegeben. Also das war keine schwere Challenge. Und dafür, dass ich jetzt quasi in 87er Matuidi 20 und auch noch als Movember-Version 20 Spiele lang testen kann, das ist es mir wert, weil ich den sowieso schon immer mal testen wollte. Weil das ist nämlich ein Spieler, da habe ich beides schon gehört. Manche sagen, der ist super geil, der geht mega ab, richtig, richtig gut. Und andere sagen, dass sie enttäuscht sind, dass sie gedacht hätten, dass ein 87er Sechser mehr drauf hat als Matuidi. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es mal testen und das ist halt das Geile, weil Matuidi ist eigentlich relativ teuer. Ich weiß gar nicht, kann man. Ach ja, ich kann ja nicht auf den Markt. Also er ist noch relativ teuer auf jeden Fall. Mindestens 50.000, wenn nicht sogar noch mehr.
Und ich wollte den halt immer mal testen, aber hatte keinen Bock, Geld dafür auszugeben. Und jetzt haben wir ihn quasi. Er ist ein Linksfuß, deswegen bleibt er auch rechts. Er hat nur zwei Sterne auf den schwachen Rechten, das muss ich bemerken. Und wir schauen mal, was abgeht mit ihm. Ich gebe ihm natürlich keinen Chemistry-Style. Das wäre ziemlich blöd für einen Spieler, der nur geliehen ist. Und im Normalfall, Embolo hat auch mit dem falschen Chemistry-Style gut gespielt als Stürmer. Also im Normalfall, gerade wenn er wirklich nach hinten ein Monster ist, er hat halt auch hohe Arbeitsraten im Angriff. Dann werden wir das auch so rausfinden. Also ich bin gespannt. Und das Schöne ist, wenn er nicht funktioniert, ich habe kein Geld dafür ausgegeben, außer halt ein paar Coins für die Squad Building Challenge. Aber die Squad Building Challenge hat sich ja eigentlich gelohnt, weil wir halt nicht nur den Spieler zum Testen haben, sondern wir haben auch Navas gezogen mit einem Wert von 5.500. So. Ja, ich glaube, die lassen wir genauso stehen. Wie war die Anweisung? Die müsste genauso sein, dass links hinten bleibt. Nee. Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte das genauso gemacht. What? Hier passt ja gar nichts. Habe ich das nur in der Bundesliga gemacht? Ich überlege gerade, in der Liga A läuft es in letzter Zeit ein Tick besser als in der Bundesliga, aber ich glaube, das lag vor allem am Stürmer in ZOM. Das lag da nicht daran, dass ich hier die Anweisungen vergessen habe. Komischerweise ist aber die Anweisungen im ausgewogene Fund bleiben. Ja, die stimmen halt, also die passen. Nee, also es wird nicht daran liegen, dass die Verteidiger hinten bleiben sollen. Nicht hinten bleiben sollen. Abwehr überlaufen, alle Freiheiten. Ja, das passt, das ist genau das Gleiche. Abwehr überlaufen, alle Freiheiten. Ja, da habe ich irgendwie nur vergessen, die Defensive da irgendwie einzustellen. Dann machen wir das noch. Ausgewogener Angriff, stets überlaufen, hinten bleiben, hinten bleiben. Und ich glaube, welchen Spieler möchte ich denn eher mit nach vorne laufen haben? Ich glaube fast Gunnar Lons ist halt langsamer, hat einen gleichen Schuss, hat den schlechteren Pass, das schlechtere Dribbling, die bessere Defense und etwas schlechtere Physis. Ja, dann machen wir es so, dass Gunnar Lons hinten bleiben soll. Und bei Matuidi stellen wir einfach gar nichts ein, so wie wir es immer machen. Und da bin ich jetzt überaus gespannt. Aber wir spielen, wie gesagt, zuerst mit der Bundesliga. Da müssen wir natürlich Matuidi auch noch reinpacken. Und 20 Spieler, so einen guten Spieler testen, finde ich halt, ist schon ziemlich nice. Also, ich glaube, es gab auch noch eine Squad Building Challenge, also mittlerweile nicht mehr, logischerweise, aber es gab mal eine mit November. Na, wie heißt er? Ach, hier hinten ist er. Mit November. Ricardo Rodriguez, Linksverteidiger Bundesliga von Wolfsburg. Den konnte man dann, glaube ich, für 32 Spiele als Leihspieler haben. Aber das ist halt irgendwie dann trotzdem dumm. Also, das ist ja kein geiler Spieler. Und dementsprechend ist es mir eigentlich ziemliche Bums, ob ich den jetzt 32 Spiele als Leihspieler habe, weil den kann ich mir auch einfach total billig kaufen. Ohne dass ich halt einen Wertverlust habe bei ihm. Und er ist halt so auch nicht geil, nur weil er ein bisschen mehr Physis hat. Also, wir spielen jetzt logischerweise wieder Liga. Weil es gerade keine. Oh, lasst mich raten, das ist jemand, der. Das ist mit Sicherheit ein Abbrecher. Ich habe kein gutes Gefühl. Der hat ein ganz komisches Trikot. Das ist irgend so ein random Standard. Ich habe gerade erst angefangen mit FIFA-Trikot und das ist niemand, der spielt, glaube ich. Und ich habe halt das Problem, wenn ich jetzt. Also gehen wir mal davon aus, es ist wieder ein Abbrecher und der schenkt uns den Sieg. Ich kann oder ich will logischerweise die Saison hier nicht beenden jetzt. Also wenn ich die Saison beende, dann kann ich mich logischerweise nicht für die nächste Weekend League qualifizieren, weil ich nicht glaube, dass das System das kapiert, dass man dann auch für die übernächste qualifiziert ist. Das ist das Gleiche, oder? Und dann müsste ich halt pausieren. Ich könnte halt noch diese Online-Freundschaftsspiele machen, wo es halt um gar nichts quasi geht, also um die Statistik. Das wäre auch eine Möglichkeit. Fällt mir gerade so ein. Okay, also es wäre gar nicht so schlimm, wenn ich die Liga nicht beenden kann. Ja, okay, ja. Na gut, also wenn er jetzt wieder mir zugelost wird, dann versuche ich halt gegen ihn zu spielen. Und wenn er ein Abbrecher ist, dann ist es halt so. Meiner Meinung nach ist es ein Abbrecher. Also er hat ein merkwürdiges. Er braucht merkwürdig lange hier, bis er fertig drückt. Er hat einen komischen Namen, Selina H. Er hat ein ganz merkwürdiges Trikot, meiner Meinung nach. Er hat einen komischen Namen, ein komisches Wappen, ein komisches Trikot. Also alles spricht dafür, dass es ein Abbrecher ist. Passt auf. Nein, ist es, oder vielleicht doch, er hat nur 73 Chemie, ich bin mir gerade unsicher. Ist ein merkwürdiges Hybrid-Team, vielleicht hat er sich das auch für irgendwas gebaut.
Gomez und das andere ist, glaube ich, Icardi, aber hat auch ein paar gute Spieler eigentlich drin. 87, nee, Moment mal, war das gerade ein 87er Torhüter als linker Verteidiger, ich glaube. Ich glaube, er hatte Oblak als linken Verteidiger drin. Was dann wiederum bedeutet, dass er auf jeden Fall ein Abbrecher ist. Aber warum hat man denn so ein krass gutes Team als Abbrecher? Das verstehe ich gar nicht. Ich werde auch gar nicht erst wechseln, sondern einfach versuchen, hier schnell einen Tor zu machen. Irgendwie. Jetzt spricht er bestimmt ab, oder? Oh, Vidal ist mal hier vorne, interessant. Ja, ich wusste es. Ich wusste es! Ach. Oh. Naja, nicht aufregen, komm, bringt nichts. Ich wusste es und leider keiner von der Netten sollte die noch ein Eigentor fabrizieren oder einen Tor schießen lassen oder wie auch immer. Oh, na, was wurde verkauft? Wir haben wieder über 6000 Coins. Sehr gut. Lass mich kurz überlegen, ob ich mit der League A spiele. Eigentlich würde ich halt gerne schon mal Vidal und sowas testen, deswegen. Und Kruse muss ja auch wieder getestet werden. Wenn Kruse nicht funktioniert, dann muss ich halt den sauren Apfel beißen und Kananoglu spielen. Es sei denn, ich gebe zum Beispiel die Dabi nochmal die Chance. Oh Gott, eigentlich auch wieder kein gutes Zeichen. Catania AS, wobei der Name sieht ein bisschen besser aus, aber auch wieder jemand, der relativ lange wartet. Dann sein Accountname ist Ontari, gegründet erst im Oktober 2016, erst jetzt dabei. Trikot ist okay, aber nichts Besonderes. Also es könnte auch wieder ein Abbrecher sein. Das ist halt, ja, der braucht auch so lange. Ich glaube halt, das sind auch alles Bots. Ich glaube, das sind halt keine echten Spieler. Ja, es war so klar, dass ein Abbrecher ist. Ich glaube, das sind Bots, das sind keine echten Spieler. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass es Bots oder Trainer oder irgend sowas sind, dass man das nicht per Hand alles machen muss. Ach Mann, ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll, wenn es jetzt jemand ist, der mir wenigstens den Sieg schenkt. Vielleicht, weil die Qualifikation für die nächste Weekend League wäre natürlich auch nicht schlecht. Also für dann die übernächste quasi. Und ab morgen kann ich dann wieder eine Weekend League spielen, wo mir keiner auf den Sack geht. Wo ich weiß, es bricht niemand ab. Wobei, wenn es ein Bot wäre, dann würde der ja wahrscheinlich nicht verteidigen oder so. So ein Spast! Schenkt uns nicht den Sieg! Also ist es bestimmt kein Bot, weil ein Bot macht sowas nicht. Mir ist es ja scheißegal, wann es passiert. So ein Spaß hier. Zwei Verträge wieder weg und die Verträge sind so schön billig. Oh, ist das zum Kotzen, ey. Was mache ich denn gerade? Ich will dir doch eigentlich bloß einen Vertrag geben. Muss man auch neue Verträge kaufen, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt erstmal die französische Liga. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch so einen bekloppten Abbrecher bekommen, ist ja ziemlich groß. Und dann ist halt wenigstens die Bundesliga komplett regeneriert und dann können wir die in der nächsten Runde halt voll spielen. Falls mal irgendwann ein richtiger Gegner kommt, verflucht. Ah, das ist wahrscheinlich jemand, der spielt. Toll, jetzt spielt mit der League A, aber ist besser als nichts, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, das ist jemand, der mitspielt. Ach, so ein Mist, oder? Jetzt muss ich mit der, was heißt muss ich? Jetzt spiele ich ja mit der League A, statt mit der Bundesliga, mit der ich eigentlich spielen wollte. Naja, muss ich halt dann noch eine Folge aufnehmen. Was soll's? Interessantes Team, nichts Besonderes. Wieder mal dieser Musa im Sturm, dieser 78er Stürmer, der halt ein ziemliches Biest sein soll. Aber wie gesagt, gegen mich hat er noch nicht so viel gezeigt. Aber ich denke, ich bin doch einfach ein guter Verteidiger. Ich bin halt schon seit Ewigkeit ungeschlagen in der ersten Liga. So viel kann ich nicht falsch machen. In der Weekend League bekommt man halt deutlich stärkere Gegner. Aber ich denke, ich bin einfach nicht so schlecht, wie wir jetzt sind. Und daher können halt auch so Spieler wie Musa nicht wirklich viel gegen mich zeigen, wenn ich entsprechend gut verteidige. Ich bin sehr gespannt auf. Ja, Gonalons eigentlich nicht mehr, der hat so geile Werte und da war mir eigentlich fast klar, dass der geil spielt. Aber auf Matuidi, ob der mir positiv auffällt, der ist halt recht teuer, also ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt kein Problem damit, ihn die 20 Leihspiele zu spielen, weil das kostet ja auch keine Verträge, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es sind dann 20 kostenlose Spiele quasi. Und wenn ich merke, der ist okay, aber jetzt nicht so überragend, dass ich ihn mir kaufen will und ich will lieber Verratti behalten, dann spiele ich nach den 20 Spielen mit Verratti wieder, das würde mich auch nicht stören. Aber das sehen wir dann. Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich. Mal ein bisschen konzentrieren.
Sehr schöner Pass von Don Alonso. Ah, schade. Sehr gut. Das sollte einfach zurückpassen. Haben wir Glück. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß gar nicht, ob ich in der Weekend League jetzt Matuidi mitspielen kann, weil da ist er auch ein Franzose. Und da brauchen wir ja 7 Nationalitäten. Ribéry muss ja leider schon raus. Also es könnte sein, dass wir in der Weekend League dann sowieso wieder Verratti nehmen müssen und wir jetzt gerade nur so einen kurzen Test machen mit Matuidi, das werden wir dann sehen. Ist halt schade, dass wir ihm keinen entsprechenden, okay, das war halt einfach dumm von mir getribbelt, keinen entsprechenden Champions League Style geben können. Das würde ich halt schon gerne machen, aber es lohnt sich halt nicht für einen Leihspieler. Zumal ich ihm halt eher Champions League Styles geben würde, die relativ teuer sind, glaube ich. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass er das noch schafft, aber oh, da stehen wir eigentlich zweimal gut. Weil Verratti ist halt einfach das Problem, der ist halt kein optimaler Sechser. Will heißen, der hat halt nicht genügend Körper. Der kann sich halt durch Tackles die Bälle holen, aber er kann sich halt einfach mit dem Körper null durchsetzen, was ein Nachteil ist. Das macht er gut. Und deswegen ist er einfach nicht der optimale Sechser. Da habe ich halt lieber jemanden wie Matuidi eigentlich, der halt auch körperlich noch ein Stück... der auch körperlich noch einen Tick stärker ist. Schade. Aber ich laber gerade zu viel. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Moment mal hier. Das sollte eigentlich einen Tick eher passen. Hat er leider noch einen Ballkontakt gehabt zum Dribbeln. Gemacht von Lacazette, aber dann schafft es doch irgendwie wieder in Ballbesitz zu kommen. Läuft gerade nicht so gut. Das Tanzschüsse macht anscheinend auch ganz gern mal. Also das ist wirklich mal für Liga 1 ein ziemlich guter Gegner, also zumindest vor allem was das Verteidigen angeht und so. Sehr schwer für mich gerade. Ich glaube, ich bin eigentlich ganz fit. Ja, ich halt gehofft, dass Lacazette einfach mit der Pace ein bisschen da durchgehen kann, aber es hat nicht geklappt. Zweimal den Ball rausgespitzelt und ich bekomme ihn nicht. Natürlich schwach von Palois, aber zum Glück haben wir noch Varane. Ja, es ist so dicht, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe gehofft, dass er irgendwann abbricht mitzulaufen, das hat er auch gemacht, das war halt ein Fehler. Aber trotzdem kann ich wieder nichts dagegen machen, also ich denke, ich werde dann wieder in der Halbzeit auf 4-3-2-1 schalten müssen. Haben wir eigentlich den Ball? Oh, ich wollte gerade sagen, und dann schießt er ein Lacker Distanztor. Aber macht er nicht. Sehr schön. Aber er scheint gerne Distanztore zu schießen. Ich wechsle jetzt direkt auf die Formation, weil ich komme gar nicht durch. Wollen wir mal versuchen, den Gegner ein bisschen zu verwirren. Den letzten Mal hat es immer ganz gut geklappt. Plea, Ribéry, Matuidi, Gunalons, Krosicki, das passt. Das Ding. Er läuft ja auch gut mit über außen, also es ist relativ schwer, da einfach ihn zu überholen. Fuck.
Sehr schön von Gonzalo Alonso. Das war ein schwacher Pass von Player aus der Drehung. Ja, den Strafer schafft zu spielen, dann haben wir den halt durch. Den Grosicki war es, glaube ich, oder? Schön von Ribéry von hinten rausgespitzelt. Ach nee, Ribéry ist davon, das war gar nicht Ribéry. Ja, wenn der eine Pass von Ribéry halt zu dem Spieler kommt, zu dem er eigentlich gehen soll, dann schießen wir hier vielleicht auch ein Tor. Mist. Also der eine Angriff, den hätte ich halt gerne anständig zu Ende gespielt und das ging einfach nicht, weil halt der falsche Spieler angespielt wurde. Leider. Er hat nicht Lacazette angespielt, sondern halt irgendeinen anderen, wen weiß ich nicht. Wenn ich natürlich auf Matuidi zugreifen würde und Verratti nicht mehr braucht, hätte ich dann halt auch wieder eine Info, die extrem viel wert ist, weil ich glaube, der 86er Verratti ist mittlerweile verdammt viel wert, weil er halt einfach seit Ewigkeiten aus den Packs raus ist. Ist halt auf dem Radar, als wenn sich Ribéry absetzen würde. Ja, genau das wollte ich verhindern, dass er da hinpassen kann und glücklicherweise kommt der Pass da nicht gut. Also ja, es ist, gefällt mir gerade nicht so, aber ich habe halt, dadurch, dass es hier immer noch 0-0 steht, habe ich immer noch eine gute Chance, den Führungstreffer zu schießen. Und ich glaube, ich komme jetzt auch einen Tick besser durch. Schöner Pass auf Player. Meiner Meinung nach ein Foul, interessant. Okay, auch interessant. Ganz schön riskant und es klappt halt leider. Geht sehr wenig über außen. Sehr häufig ist oben, also jetzt von uns aus gesehen, oben der Spieler komplett frei am Durchlaufen und ich versuche dann immer nach oben zu orientieren, aber Alter, gib doch mal den Ball ran. Danke, Loris. Ja, mit deinen scheiß Distanzschüssen. Ich kann halt nicht die ganze Zeit gleichzeitig auf abwarten verteidigen, sodass er halt nicht mit irgendeinem Trick durchkommt oder seinen scheiß Dribblings. Und dann halt noch auf der anderen Seite verhindern, dass er Distanzschüsse macht. Das geht halt nicht. Dafür muss ich halt rangehen. Aber wenn ich rangehe, dann dribbelt er wahrscheinlich vorbei. Oh. Er kriegt aber auch jetzt gerade jeden zweiten Ball. Komm schon. Endlich. Sollte nicht auf den gehen. Oh, ich könnte kotzen, Mann. Er sollte auf die Seite gehen, zu dem der komplett frei ist. Danke, Schiri. Danke, Schiri. Spast, ey. Will man mal in Ruhe einen Angriff aufziehen und dann kommt diese Scheiße bei raus.
Was mache ich zur Hölle? Was zur Hölle habe ich gerade gemacht? Das war, wo ich, also ich habe halt gedacht, er. Ist egal, was ich gedacht habe, einfach dumm gespielt. Warum versuche ich nicht einfach mit Player zu schießen, verdammt, der hat auch noch einen guten Abschluss. Aber sorry, das sind halt alles Distanzschüsse, da spielt halt kein Tor raus. Aber trotzdem hätte ich natürlich meine Chance gerade eben nutzen müssen. Das war so dumm von mir. Weil hat man eigentlich auch schon. War so eine geile Situation, die war so einfach. Ich hätte so ein geiles Tor machen können. Aber nicht nachheulen, wir haben jetzt auch noch Chancen. Danke, wunderschöner Pass, auch schön entgegengelaufen mit der Matuidi, so dass halt der Pass nicht ankommen kann. Ich könnte kotzen, ich könnte einfach nur kotzen. Ja, sorry, aber seine Distanz ist komplett sinnlos. Ich verstehe nicht, warum er das macht. Er sollte noch weiter versuchen, nach vorn zu kombinieren. Aber ich hätte halt einfach meine Chance nutzen müssen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ach, es ist kein. Also, ist klar, ich kann froh sein, dass es hier unentschieden steht, trotzdem, ne? Aber wenn halt auch dann so ein Dreck nicht ankommt, was soll ich machen, ey? Der Gegner hatte definitiv Glück mit seinen zweiten Bällen. Hat er Braithwaite eingewechselt? Den hat er vorher auf jeden Fall nicht drin gehabt. Scheiße, warum habe ich die Chance nicht genutzt? Habe ich doch in letzter Zeit immer so gut gemacht. Ich wollte unbedingt noch mal auf Lacazette passen. Fuck, Mann. Es ist natürlich trotzdem ein glückliches Unentschieden, logisch, aber ich bin auch ehrlich gesagt trotzdem total angepisst über mich selbst, dass ich das Tor nicht gemacht habe, als ich alleine aufs Tor zurenne, weil das war so easy. Oh, ich Vollidiot. Ich habe halt komplett falsch überlegt. Ich weiß auch nicht. Krass. Egal, unentschieden ist auch nicht schlecht. Hauptsache nicht verloren. Damit reißt unsere ungeschlagene Serie schon wieder nicht. Ich habe nullmal geschossen im kompletten Spiel. Ich habe nullmal geschossen im kompletten Spiel. Oh mein Gott. Egal, wir brauchen immer noch 4 Punkte für den Klassenerhalt und haben immer noch keine Niederlage, haben noch 6 Spiele, also alles gut. Ich glaube, wir werden jetzt noch eine Aufnahme machen. Ach, warum will ich denn immer hier unten drauf gehen? Wir werden noch eine Aufnahme machen und werden jetzt mit der Bundesliga spielen. Und der Gegner war, wie gesagt, auch wirklich gut. Ich denke, an dem Tag, wo ich mich vielleicht besser konzentriere, ist es trotzdem einfacher. Vor allem mache ich dann das Tor, als ich alleine aufs Tor zu rennen mit Player. Aber na gut, man kann sich halt nicht aussuchen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.